Guten Tag, Schwerin Lokal. Ich heiße Klaus-Dietrich Wolfe, bin hier Vorsitzender der lokalen Agenda 21 Schwerin e.V. Ich war bei den Friedensfesten 1. September viele Jahre dabei, habe mit alternativen Personen und Gruppen auch so eine Friedenszeitung mehrfach hergestellt im kleinen Format. Ich habe mich dann gewundert, warum diese Friedensfeste zum 1. September einschliefen. Und da habe ich mal vor 2 Jahren einfach eine Zeitung umgereicht. Wie kommt das eigentlich? Also ganz genau habe ich den Grund nicht rausgekriegt. Nein, nur die Gewerkschaft Verdi sagte mir, also wir waren nicht mehr dabei, wir hatten auch eigene Probleme und kurz und gut, das hat wohl auch an uns gelegen. So Verdi. Also kam, also nachdem ich den Zettel verteilt hatte, einige Personen auf mich zu und sagten, lass uns doch ein neues Friedensfest machen. Nun, ich hatte die Vorstellung eigentlich vom kleinen Format, mit kleinen Formaten zu beginnen. Es hat sich dann ergeben, dass vor allen Dingen am Start aktive Linke dabei waren. Und dass sich die, da reicheten sich dann summa summarum noch andere an, sodass wir ungefähr 14 Bewerber haben und hatten. Ein großes Friedensfest, wenn man so will, haben wir gemacht voriges Jahr. Und das war sehr überstürzig, hat trotzdem differenten Eindruck gemacht, aber insgesamt bei den meisten einen Achtungseffekt erzeugt. Nachzudenken. Zu meiner Person, zu meiner Haltung. Ich bemühe mich um aktive Friedfertigkeit. Ich weiß von mir und von anderen, dass wir sowohl Anlagen haben zur Destruktion, aber auch zum Konstruktiven. Wir haben Anlagen, uns zu behaupten, dafür zu kämpfen, aber auch Anlagen, miteinander empathisch Lösungen zu finden. Und beides zusammen hat bestimmt mich persönlich Friedensbegehungen in welcher Form auch immer zu wagen. Es wird sicherlich, wenn diese Linie fortgesetzt wird, darauf ankommen, unbefangen viele Menschen mitzunehmen und auch ein wenig illusionslos miteinander zu klarzustellen, was geht heute. Totale Abrüstung zu fordern, ich fürchte, so leicht ist es nicht. Und ganz persönlich, das ist jetzt meine sehr persönliche Meinung, ich würde nicht eine K-Waffe verschrotten, aber ich würde sie nicht gegen Menschen einsetzen, sondern gegen Gefahren aus dem Kosmos. Wir müssen unsere Narrateien aufgeben, die wir haben auch. Das ist für mich wichtig, aber für diese, jetzt für den jetzigen Ostermarsch, da steht natürlich die fürchterliche Situation uns vor Augen. Es könnte ein Kettenkrieg werden, der den Charakter eines Dritten Weltkriegs annimmt. Und im Schlag und Gegenschlag fragen die Bomben nicht, wen sie treffen. Und deswegen ist dieser Ostermarsch, den wir jetzt vorhaben, ganz sinnvoll. Mein Statement.